Jetzt Kapital TV mit Dirk Bergmeister. Professor Dr. Ing. Wolfgang Ehrenberger, geboren 1941, Professor für Software Engineering in Fulda, Forschung über Genehmigungsverfahren sicherheitsrelevanter Software, seit 1961 Mitglied einer katholischen deutschen Studentenverbindung. Egon Hölzel, geboren 1986, seit 2009 Mitglied der katholischen deutschen Studentenverbindung Bavaria Berlin und seit 2010 Mitglied der katholischen deutschen Studentenverbindung Palatina zu Amberg und Weiden. Dr. Franz Hölzel, geboren 1956 in Frankfurt-Main, 2009 Berufung zum Vorstand eines Edelmetallhandelshauses, seit 1978 Mitglied der katholischen deutschen Studentenverbindung Rupertia Regensburg, deren Philister-Senior er seit 2009 ist, Mitglied in weiteren Verbindungen Badenia, Adolfinia und Palatina. Wolfgang Braun, geboren 1953 in Offenbach am Main, seit 1974 Mitglied der katholischen deutschen Studentenverbindung Badenia und seit 1976 der KDSTV Novesia in Bonn, seit 1993 Redaktionsmitglied der CV-Verbandszeitschrift Academia, seit 2009 Pressesprecher des Kartellverbandes der katholischen deutschen Studentenverbindung. Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung von Kapital TV. Heute mit einem ganz besonderen Thema. Wir wollen uns heute mit Studentenverbindungen beschäftigen und haben hier vier ausgesuchte Gäste aus dem Bereich der Studentenverbindungen, aus den verschiedenen Tätigkeiten, aus den verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten. Sie werden uns heute sehr viel dazu sagen und aus eigenem Erleben berichten können, was eine Studentenverbindung ist und wie der Stand einer solchen heute zu definieren ist. Von den Herren wollen wir aus deren Sicht die Dinge erfahren und nachfragen, was an den eingangs geschilderten Meinungen über Studentenverbindungen wirklich dran ist. Studentenverbindungen sind eine Erscheinung, deren Wurzeln bis in die frühe Neuzeit zurückreichen. Es gibt sie in verschiedenen Ausprägungen. Oft wird ihnen eine Günstlingswirtschaft nachgesagt, deren Ziel es sei, die eigenen Mitglieder in einflussreichen Positionen zu platzieren. Genauso oft begegnet man der Behauptung, alle Studentenverbindungen seien politisch festgelegt und das nach rechts. Wir haben heute vier Mitglieder des größten europäischen Akademikerverbandes zu Gast, des deutschen CV, der ca. 30.000 Mitglieder zählt und an fast allen Hochschulorten der Bundesrepublik mit Verbindungen vertreten ist. Einen jungen Studierenden, einen mitten im Berufsleben stehenden, einen im Ruhestand befindlichen und dazu als vierten noch den Pressesprecher des SV. Für uns ist natürlich interessant, wie sind die einzelnen Herren zu dieser Verbindung gekommen und warum sind sie dabei? Gerne, Herr Professor. Ja, ich habe mich für Verbindungen interessiert, dann am Aushangbrett der TH nachgeschaut, als ich in das zweite Semester kam, welche es da gibt und habe mir eine ausgesucht. Dankeschön. Ja, als ich zu studieren anfing, war ganz klar die Ausrichtung, ich wollte wissen. Und das nicht nur in der Uni, sondern möglichst viel davon, möglichst schnell. Und deshalb habe ich mir auch einen akademischen Freundeskreis gesucht, wollte ihn mir suchen und habe ihn in einer Studentenverbindung gefunden. Möglichst breit, möglichst tief und den habe ich gefunden. Dankeschön. Ja, ich kam an die Universität. Es war ein Riesenkorpus, der mir da gegenüberstand, total anonym. Ich habe Kommilitonen kennengelernt, es haben sich Freundschaften entwickelt und daraus kam dann eben die Frage, wollen wir das nicht auf eine breitere Basis stellen? Komm doch mal mit, ich bin nicht der Einzige, der da dir was bieten kann an Freundschaft, sondern wenn du mit in die Verbindung kommst, dann wird das eine breitere Basis bekommen. Und das war der Anlass, dass ich diesem Vorschlag von Freunden gefolgt bin
bin mit zu einer Verbindungsveranstaltung gegangen, habe dort auch die Solidarität der alten Herren kennengelernt, die mich als jungen Studenten gleich sehr freundlich aufgenommen haben. Da habe ich gesagt, da kannst du mitmachen. Dankeschön. Ja, bei mir steht eine sehr persönliche Geschichte dahinter. Mein Vater war schon in einer Studentenverbindung und er hat seine Kinder immer auch zu den Stiftungsfesten, also zu den Gründungsfesten mitgenommen, die ganze Familie. Und dort haben wir die Kinder anderer alten Herren und auch seine Studienkollegen kennengelernt. Und dabei habe ich dann erfahren, dass meine Mutter und mein Vater sich nur deshalb kennengelernt haben, weil mein Großvater ebenfalls schon in einer Studentenverbindung war. Und es war nur natürlich, dass ich dann, als ich ins Studium kam, in eine Stadt 450 Kilometer weg von allen bisherigen Bekannten und Freunden, ja, Ansprache gesucht habe und dorthin gegangen bin und getestet habe, ob das, was mein Vater zu seiner Studienzeit an seiner Hochschule gefunden hat, auch ich in einer Verbindung finden kann. Und ich habe es gefunden und deshalb bin ich dabei und deshalb kann ich jedem jungen Menschen nur raten, wenn du dich in einer solchen Gemeinschaft wohlfühlst, schließe dich dort an, geh nicht immer nur in die nächste Eckkneipe. Dort kannst du zwar auch deine Freizeit verbringen, aber einen richtigen Freundeskreis wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit dort nicht finden. Eine Freundschaft, die ein ganzes Leben trägt. Dankeschön. Sie haben mir die zweite Frage fast vorweggenommen. Würden Sie heute empfehlen, jungen Menschen in eine Verbindung einzutreten? Und wenn ja, warum? Ja, ich würde das den jungen Menschen empfehlen. Denn die Soft Skills, die ja doch eine gewisse Bedeutung haben im beruflichen Leben und auch im sonstigen Leben, die werden während der Vorlesungen, Seminare und Übungen nicht besonders gut geübt. In der Verbindung dagegen kann das ein junger Mann üben. Insbesondere kann er sich dort entwickeln anhand des Vorbilds der Älteren. Und er kann da Einfluss ausüben, den er woanders nicht ausüben kann. Ja, ich kann es empfehlen, auch natürlich. Es kommt dabei sehr stark auf die einzelne Verbindung an. Das muss man sich anschauen. Man muss selbst zur Verbindung passen. Die Verbindung muss zu einem passen. Und was auch schon angesprochen wurde, die Sachen, die man bei der Verbindung lernen kann, Verantwortungsbewusstsein, Führungsfähigkeit, Gestaltungswillen, kann man alles und natürlich noch einiges mehr an einer Verbindung lernen. Dankeschön. Ja, ich kann das auch nur empfehlen, dass ein junger Mensch einer Studentenverbindung beitritt, eben aus den zwei Gründen. Einmal die soziale Funktion an der anonymen, weitaus anonymen Hochschule, eben in einen Freundeskreis zu gelangen, der wirklich tragfähig ist, der ihm auch aktive Hilfe anbietet, auch dadurch, dass er eben generationenübergreifend ist und eben zum Zweiten wirklich die Lernfunktion, dass man dort in einer Organisation mitmachen, mitgestalten kann. Es gibt Konvente, die die Beschlüsse fassen, was passiert in der Verbindung. Man übernimmt ein Vorstandsamt, eine Charge, hat hier also eine spezielle Aufgabe zu erfüllen. Man muss für die Verbindung zwischen Studentenschaft und Altherrenschaft sorgen. Das heißt auch zusehen, dass es keine Generationenkonflikte gibt. All das gehört dazu und daraus kann man eigentlich nur fürs spätere Berufsleben was lernen. Dankeschön. An einer Hochschule lernt der junge Student das, was ihm in seinem Fach gelehrt wird. Er hat kaum, gerade in der heutigen Verschulung der Studien, Gelegenheit, über seine Fachhorizonte hinauszugucken. In dieser Verbindung sind die Studenten verschiedenster Fachbereiche. Es findet ein ganz natürlicher Austausch statt. Und darüber hinaus hat er, und diese Gelegenheit kriegt er über keine Hochschule, Gelegenheit, mit alten Herren, also im Beruf Stehenden, unterschiedlichen Alters, unterschiedlichster Berufe in Kontakt zu bekommen. Wo kann sonst ein Student privat einen Professor eines anderen Fachbereiches treffen? Wo kommt ein Student mit einem Regierungsdirektor beispielsweise in Kontakt und kann dessen Sicht sehen? Wo trifft er den Vorstand eines Unternehmens oder den Lateinlehrer, den er an der Schule vielleicht nie hatte?
wo er sonst nie mit dieser Sichtweise in Kontakt gerät. Also es gibt eine Ausweitung der Allgemeinbildung, spielerisch, selbstverständlich, ohne irgendwelche Anstrengung, die ja entscheidend sein kann, wenn es hinterher im Beruf darum geht, zwei gleich im Fachgebiet Qualifizierte, aber wer ist für die nächste Führungsebene da? Wer kann entsprechend mit anderen Firmen verhandeln? Dann zählen solche Qualifikationen, die nirgends vermittelt werden, außer in speziellen, sehr teuren Seminaren, und dann nur auf Schmalspurbasis und nie über lange Jahre eingeübt, dann zählen die plötzlich im Beruf. Also es gibt aus meiner Sicht sehr viele Vorteile. Der Nachteil ist, dass ich Zeit mitbringen muss und mich engagieren muss. Aber ob das ein Nachteil ist, ich wage es zu bezweifeln. Schönen Dank. Jetzt sehen wir ja bei uns in der Runde hier 5 Männer, nicht eine Frau. Und da haben wir natürlich auch eine Frage dazu. Sind in dem Zeichen der Gleichberechtigung Studentenverbindungen als reine Männerbünde überhaupt noch zeitgemäß? Und woher kommt es überhaupt, dass sie reine Männerverbünde sind? Also der letzte Teil der Frage ist zu beantworten anhand der historischen Entwicklung. Das hat sich eben so herausgebildet, deshalb, weil Frauen früher nicht studiert haben. Als Professor aber darf ich sagen, das würde altersmäßig nicht gut passen. Ich weiß, dass die Frauen, die studieren, die bei mir studieren, wesentlich besser sind als die Männer, die bei mir studieren. Aus Altersgründen. Die Männer lernen das erst später. Nicht? Ein Mann wird zu dem, was er eigentlich ist, nach dem 23., 26. Lebensjahr, je nachdem. Bis dahin muss er sich entwickeln, bis dahin muss er sich finden und dabei stören Frauen. Einen weiteren Aspekt, den es dabei gibt, ist, wir sind reine Männerverbindungen, aber genauso wie es uns als Männerverbindungen gibt, gibt es auch reine Frauenverbindungen. Das heißt, wenn sich Frauen kooperieren wollen, sind sie nicht per se davon ausgeschlossen, sondern sie können durchaus auch dazugehen. Zwischen diesen zwei Extremen gibt es noch diverse Mischformen, die existieren. Da muss man dann eher nach Österreich schauen. Dort wird das gut gelebt. Und ich muss sagen, ich habe bei einem Besuch von solchen Verbindungen auch positive Erfahrungen gemacht. Ja, man muss sicherlich bedenken, aus der Geschichte heraus, eben dass Frauen an der Universität in der Gründungszeit der Verbindungen eine Rarität waren, das waren ja nur Vereinzelte, die dort aufgetaucht sind, hat sich eine Tradition entwickelt. Aber auch Traditionen kann man durchaus einmal überdenken, ob sie noch in die Zeit passen und noch den Inhalten gerecht werden, aus denen heraus sie sich mal entwickelt haben. Und bei solchen historischen Entwicklungen ist das natürlich besonders fraglich. Und von daher sollte man schon darüber nachdenken, wenn man von Zielsetzungen ausgeht, die über die reine Freundschaft hinausgehen, ob es hier nicht wirklich sinnvoll ist, Frauen mit in diese Arbeit einzubeziehen. Das muss ja nicht gleich sein, dass man sie eins zu eins in eine Organisation aufnimmt, aber wenn ein Verband beispielsweise unterstützt, dass sich dann auch Frauenverbindungen bilden und diese Frauenverbindungen dann an den Verband angebunden werden, dann könnte das beispielsweise eine Lösung sein, um hier einfach mal eine Eingewöhnungsphase zu schaffen und das Ganze weiterzuentwickeln. Und ich denke, sowas ist nachdenkenswert. Ich sage es knapp und kurz. Der Kartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen ist 1856 entstanden aus der Situation, dass der preußische Staat die katholischen Akademiker und die katholische Kirche insgesamt ja, schlecht behandelt hat, ausgrenzte. Hätten wir damals an den Hochschulen Frauen in nennenswertem Umfang gehabt, wäre es unseren Gründern nie und nimmer eingefallen, auf dieses katholische akademische Potenzial zu verzichten. Und da sind wir auch gleich an dem Punkt, der unseren Verband von anderen Verbänden wesentlich unterscheidet. Es war ganz klar eine Zielrichtung aus dem katholischen Glauben heraus. Und das prägt diesen Verband bis heute. Gott sei Dank.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt hören wir sehr viel über Freundschaften, über Lernen für das Leben, Lernen während wir leben. Da gibt es auch so ein Wort, das heißt Günstlingswirtschaft, Jobbeschaffung, Seilschaften. Sind das heute noch Motive für den Beitritt in eine Studentenverbindung? Ich glaube, diese Motive gab es noch nie. Die deutschen Studentenverbindungen hatten immer einen idealistischen Hintergrund. Und den haben sie bewahrt, wie wir soeben gehört haben. Und der soll auch bleiben. Das Motiv für den Eintritt in eine Verbindung ist vielmehr zu feiern. Das ist das Allerwichtigste. Und Günstlingswirtschaft gibt es praktisch nicht. Von mir selber redend darf ich sagen, es hat mir doch hin und wieder geholfen, in der Verbindung zu sein. Ganz am Anfang des Studiums, da hat mir ein älterer Bundesbruder dann eine gewisse Beruhigungspille verabreicht. Er hat angesichts meiner schlechten Leistungen und des beinahe Verzweifelns an den Schwierigkeiten des Studiums mir gesagt, das wird schon noch was. Und er hatte recht. Und als ich mit dem Studium im engeren Sinn fertig war, wusste ich nicht, ob ich den Doktor angehen sollte, nicht, weil die Hälfte der bei uns begonnenen Doktorarbeiten werden nicht erfolgreich zu Ende geführt. Also ein Bundesbruder hat mir dann gesagt, mach's doch. Das waren die entscheidenden Hinweise für die Karriere. Wer in eine Verbindung geht, um davon den kurzen Weg zur schnellen Karriere, zum schnellen Geld zu machen, der ist bei uns falsch. Das passiert bei uns nicht. Es gibt vereinzelte Leute, die sowas suchen, aber das merkt man relativ schnell als Verbindung und denen wird dann auch klar gemacht, findest du hier nicht. Was man in einer Verbindung findet, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, das habe ich einem jüngeren Bundesbruder gegeben, der kam neu an die Uni und ich sagte ihm, wenn du das und das suchst, geh dorthin. Die Bibliothek ist für dich wichtig, geh dorthin. Die Bibliothek funktioniert so. Der Professor erwartet das so, von den formalen Anforderungen. Der ist cool, der ist weniger cool. Diese ganzen kleinen Steine, die keine großen Probleme sind, aber die halt so viel Arbeit und Zeit kosten, die lassen sich damit umschiffen. Also auf einen kurzen Nenner gebracht. Mit Vitamin B heute Karriere zu machen, ist so gut wie unmöglich. Dafür sind auch schon viele Kontrollen einfach viel zu stark. Wenn jemand in einem Unternehmen tätig ist, der kann solche Entscheidungen gar nicht mehr treffen. Was zählt, ist die Leistung. Und die Hilfe, die man in einer Studentenverbindung einem jungen Studenten geben kann, ist die, dass er zu dieser Leistung, die von ihm erwartet wird, heranreift. Das ist das Entscheidende. Und das ist das, was in den Verbindungen auch geschieht. Und was anderes sollte keiner erwarten. Wenn bei uns im Unternehmen jemand, und sei es ich als Vorstand, eine Person für eine Position durchsetzen würde, aufgrund einer persönlichen Beziehung, in dem Fall Günstlingswirtschaft, würde meine eigene Position beim ersten Fehler wackeln. Weil man würde mir immer sagen, und dieser Fehler wäre nicht passiert, diese Kosten wären nicht entstanden, dieses Problem hätten wir nicht, wenn du nicht den Bestqualifizierten, sondern einen anderen genommen hättest. Kurz gefasst, es kann sich keiner erlauben, um seinen eigenen Job nicht zu riskieren, einen minder qualifizierten Bewerber vorzuziehen. Was aber, und das ist dann ein hartes Entscheidungskriterium, immer passieren wird, ist, wenn ich zwei gleichwertige Bewerbungen vor mir habe und erkenne dort einen Korporierten, dann weiß ich, welche Arbeitseinstellung der Mensch hat. Dann kann ich, wenn er aus dem gleichen Verband kommt, ihn per Du ansprechen und kann ihn ganz anders in die Pflicht nehmen. Dann ist das ein Bewerbungsvorteil. Aber nicht deshalb, weil er dem Verband angehören würde, sondern weil ich zusätzlich zu dem, was in den Zeugnissen und in der Bewerbung steht, weitere Kenntnisse und Eigenschaften dieses Menschen kenne und die für das Unternehmen gebrauchen kann. Aber das hat mit Günstlingswirtschaft nicht das Mindeste zu tun, sondern mit der Vorteilsnahme des Arbeitgebers aus dieser Anstellung heraus. Wird häufig von außen falsch interpretiert. Was mich jetzt noch interessiert, ist die Frage, sind Studentenverbindungen eigentlich politisch? Rechts
oder überhaupt politisch? Oder wohin tendieren die Studentenverbindungen politisch insgesamt? Sie sind nicht politisch. Sie sind auf Feiern ausgelegt, aber nicht auf Politik. Obwohl manchmal über Politik diskutiert wird natürlich. Aber da ist man sich meistens nicht einer Meinung. Gutes Stichwort. Ich will auch nochmal herausstellen, die Verbindung als solche, als Körper, ist nicht politisch. Ihre einzelnen Mitglieder hingegen sind schon politisch. Sie sollen es auch sein. Genauso wie das jeder erwachsene, mündige Bürger dieser Republik sein sollte. Denn politisch sein heißt ja, eine Meinung zum aktuellen Geschehen haben, mitbestimmen wollen, unsere Gesellschaft mitgestalten wollen. Und genau das sollen und sind die einzelnen Mitglieder. Deshalb hat man auch eine Spannbreite an politischen Meinungen. Ja. Ja, es ist schon so, dass Verbindungen und Verband auch als solche in Diskussionen mitgefordert werden. Beispielsweise ist ja die Frage, soll sich eine Studentenverbindung in die Diskussionen einmischen, wenn heute beispielsweise im Rahmen des Bologna-Prozesses Studienordnungen an der örtlichen Universität neu gestaltet werden. Und da sollte in der Verbindung schon diskutiert werden, eine Meinung gebildet werden und man sollte sich auch als Verbindung an dieser Diskussion nachher mit beteiligen. Das sind aber Fragen, die nicht jetzt so richtungsgebunden sind, dass man sagen würde, da ist eine politische Richtung unmittelbar damit verbunden. Unser Verband ist parteipolitisch völlig offen und wir haben Mitglieder aus allen Parteien. Und das reicht bis zur Linkspartei. Also und da sind wir eher, um das Stichwort aufzugreifen, nach rechts abgeschirmt. Also NPD-Mitglieder sind mir in unserem Verband nicht bekannt. Das ist also eher dann nach der anderen Richtung. Und wir wissen ja auch, haben viele sicherlich in den Medien gelesen, dass der heutige grüne Ministerpräsident von Stuttgart auch mal Mitglied einer CV-Verbindung war. Er ist dann aus persönlichen Gründen da ausgetreten, war ja auch, soweit ich weiß, mal aus der Kirche ausgetreten, ist heute wieder Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Also hier zeigt sich, dass unser Verband ein sehr breites Spektrum hat und diese offene Diskussion auch gut verkraftet und das ist gut so. Ja, diese Diskussion kommt nicht aus dem CV. Wir sind religiös geerdet. Das verhindert politischen Extremismus. Es gibt andere Studentenverbindungen, andere Studentenverbände, Landsmannschaften, Burschenschaften, aber auch dort beileibe nicht alle, sondern einzelne nur, die in ihrer Verbindung politisch einseitig ausgerichtete Mitglieder haben. Wohlgemerkt, es sind dann dort die einzelnen Mitglieder, die das Erscheinungsbild nach außen prägen. Und wenn in einer solchen Verbindung eine Mehrzahl von Mitgliedern so an die Öffentlichkeit geht, entsteht natürlich dieses Bild. Und wir haben in Deutschland nicht nur eine öffentliche Meinung, sondern immer auch eine veröffentlichte Meinung. Und in den Medien sagt man immer, bad news are good news. Schlechte Nachrichten machen Auflagenstärke, machen Einschaltquote. Dann werden solche Einzel- und Extremfälle natürlich hochgejubelt und dadurch entsteht der Eindruck, hier einer, dort einer, schon wieder einer, dass das so sei. Dem steht gegenüber eine Vielzahl rechtswidriger Übergriffe, Eigentumsdelikte, persönliche Angriffe. Es waren im letzten Jahr meiner Kenntnis nach fast 300 Straftaten, Eigentumsdelikte, Hausbeschmierungen, Angriffe auf Korporierte, die in Deutschland aktenkundig, polizeikundig wurden. Das ist aber keine Bad News. Damit kann ich keine Auflage machen, keine Schlagzeile. Wir haben jetzt noch 4 Minuten, die wir noch mit einer ganz interessanten Frage verbringen sollten. Und zwar, was ist das Besondere am CV?
Wenn ein Verband in fast allen deutschen Hochschulstandorten vertreten ist und ca. 30.000 Mitglieder hat, dann muss es irgendwas geben, was den Verband auch für junge Studierende interessant macht, sonst wäre er schon ausgestorben. Ja, da wird gut gefeiert und er ist, wie Bundesbruder Hölzel gerade gesagt hat, religiös geerdet. Egal an welchen Hochschulstandort ich komme, wo es eine CV-Verbindung gibt, ich habe einen Kern, einen Nukleus von Leuten, auf denen ich dort meinen Freundeskreis aufbauen kann, wenn ich länger in der Stadt bin. Ja, also es ist sicherlich ein ganz wesentliches Element, diese religiöse Erdung. Es zeigt sich ja doch immer wieder, dass aus dem religiösen Bereich noch ein ganz gutes Potenzial hervorgeht, auch wenn das heute manchmal nicht so aussieht. Die Leute, die in diesem Bereich noch zu Hause sind, die suchen den Anschluss und der CV hat hier ganz einfach ausgeprägt dieses aufgegriffen. Das reicht ja bis dahin, dass wir ein ganz prominentes kirchliches Mitglied haben, nämlich Papst Benedikt XVI., der Mitglied der Rupertia in Regensburg ist. Und das macht sicherlich eine ganze Menge aus, wenn man eine solche Linie vertritt, die junge Menschen schon von zu Hause aus mitbringen. Und wenn diese jungen Menschen dann sich dem anschließen, das macht sicherlich in ganz wesentlichem Teil eine solche Stärke aus. Wir brauchen Werte, um unsere Gesellschaft positiv zu prägen. Wenn diese Werte bei denen, die Politik machen in Deutschland, heute nicht weitgehend, vielleicht nicht in Vergessenheit geraten sind, aber doch weitgehend missachtet werden, dann hätten wir keine überbordende Staatsverschuldung, weil die nimmt der künftigen Generation Lebenschancen. Und diese Wertevermittlung ist das Wesentliche von Studentenverbindungen allgemein, aber auf katholischem, auf religiösem Fundament des CV. So ist dieser Verband eine Grundlage, ein Kern, ein Kristallisationskern zur Gestaltung verantworteter Politik, verantworteten gesellschaftlichen Lebens. Und es würde unserem deutschen Staat etwas abgehen, wenn diese 30.000 Leute genauso in den Tag hineinleben würden wie alle anderen. Wir haben jetzt noch eine gute Minute. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Meine Gäste stehen mit unterschiedlichen Kappen, mit Bändern, mit irgendwelchen Gehängen, die man jetzt im Fernsehen nicht sieht oder unter Umständen nicht sieht hier. Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet unsere Zugehörigkeit zu unseren Bünden, zu unseren Verbindungen. Nicht? Also zum Beispiel diese Mütze ist die von der Verbindung Trifels München. Und da ich eben gerade nicht bei der Trifels bin, sondern bei der Bavaria, habe ich diese Mütze und eben nicht die von der Trifels. Zusätzlich, die Farben haben auch noch symbolischen Charakter. Daran erinnern wir uns jedes Mal, wenn wir eben die Farben anlegen. Wir haben noch Zeit. Ja, also das ist eben okay. Historisch bedingt, dass jede Verbindung ihre Farben hat und ihre Eigenständigkeit, die auch dadurch innerhalb des Verbandes zum Ausdruck kommen soll. Wir haben insgesamt knapp 130 Verbindungen bundesweit an den verschiedenen Hochschulstandorten und wir haben Partnerverbindungen, unter anderem in Tokio und eine Freundschaftsverbindung in Kamerun, die aus einer deutschen CV-Verbindung hervorgegangen ist. Und sie alle symbolisieren mit ihren Farben die Zugehörigkeit zu ihrem Bund und dann eben auch wieder übergeordnet zum Verband. Dankeschön. Wir sind schon im roten Bereich. Ich mache den Schluss jetzt ganz, ganz schnell. Die farbenfrohste Kappe werden wir uns das nächste Mal zu Gemüte führen. Ja, da wird uns Herr Dr. Hölzel dann ein bisschen noch was zu sagen. Auf eine weitere Sendung hoffen. Sehr gerne, so Sie sich wieder den weiten Weg nach Nordhessen machen wollen. Ich danke meinen Talkgästen ganz, ganz herzlich für den heutigen Tag. Ich habe eben gerade feststellen dürfen mit einem Schmunzeln, dass Ausbildung, die sich auch über längere Zeit hinzieht, durchaus positiv auf die Gesamtsendung bemerkbar macht. Ich
wünsche uns, dass den Zuschauern am Fernsehen es unwahrscheinlich viel Spaß gemacht hat, dass sie sehr, sehr viel mehr über ein Thema erfahren haben, was so vielleicht nicht immer im Fokus der Öffentlichkeit steht. Wer Interesse daran hat, die Talkgäste etwas besser kennenzulernen, kann das dann noch tun, indem er auf kapitaltv.de einfach mal auf den Talkgast draufklickt. Da gibt es dann noch eine kurze Beschreibung zu jedem. Wer noch Informationen haben möchte, an info@kapitaltv. Und ansonsten wünsche ich allen einen schönen Abend und viel Spaß bei dem, was wir Leben nennen. Tschüss.